Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer, sie sind gefangen. Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweed. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Iva. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweed finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweed zu holen. Möge Odin euch leiten. Genau. Na, Sigi, kommst du mit? Wir uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor, davon habe ich immer geträumt. Komm, wir reisen. Zu streifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Ziel kann nicht erreicht werden. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Jetzt geht's. Okay, dann ab durch die Mitte. Da drin. Okay, dann schicken wir erstmal unseren Raben los. Sie für mich sühnen. Checken wir mal die Lage da drin. Auf jeden Fall gibt's Gold. Das ist schon mal was. So. Aber wie immer. Ah doch, jetzt sehe ich mal einen. Okay, einer markiert. Kann ich noch mehr markieren? Nein, ne? Na komm, gehen wir mal rein. Warte mal, oben sehe ich schon einen. Voll auf die 12. Ich darf hier nicht erwischt werden. Oh. Raubzug beginnen. Okay. Das kenne ich noch nicht. Machen wir mal. Töre. Da ist aber zu. Und wo sind... Okay, ich dachte, da kommt jetzt Verstärkung. Aber okay. Mal auf die Wikingerart. Nämlich genau so. Oh, da liegt was Wichtiges für uns. Eine Truhe. Gott. Hörst du auf? Gut, wenn man Raubzug beginnt, dann haben wir dieses coole Musik.
Oh, 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 nicht fallen. Und wo will denn da einer schießen? Digga! Werde ich doch nicht! Ah! Es kam jemand zur Hilfe. Sehr gut. Kohlebarren. Siehste. Okay. Und nochmal kurz hier. Oh, hier. Gehen wir mal dahin. Müssen wir da noch tiefer wahrscheinlich, ne? Geht's hier irgendwo durch? Rein. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Wiederbeleben. So, kämpf. Kämpf, mein Freund. Da liegt schon wieder einer flach. Ach, schade, ich wäre jetzt hier gern irgendwo reingekommen. Muss irgendwo ein Eingang sein. Wasser. Da drin irgendwo, okay. Ah, plündern, plündern. Da geht es aber immer noch nicht rein, ne? Kann doch nicht angehen. Doch ein Eingang sein. Ist aber nicht. Da. Das Soldatenquartier. Ethelsweet könnte hier sein. So, der nächste bitte. Oh, Digga. Alter, der hat einen Schlag drauf.
gehabt. So. Buch des Wissens. Oh. Wiederbeleben. Zack. Danke. Bitte. Okay, cool. Nicht das, was ich wollte. Ah, da geht's noch weiter. Katakomben. Moin. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Aha. Okay. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Jetzt gibt's Anweisungen. Die Dänen haben Ethelsweet noch nicht zu Gesicht bekommen. Sollten sie die Feste stürmen, werden sie sie nur an ihren Gewändern erkennen. Lasst sie deshalb mit einer ihrer Mägde die Kleidung tauschen. Sie wird sich dagegen wehren, um ihre Vertrauten nicht in Gefahr zu bringen. Doch sie muss alles Notwendige tun, um einer Gefangennahme zu entgehen. Okay. Renn ruhig. Ich krieg dich so oder so. Aber den Loot nehmen wir mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, ist er richtig abgehauen? Du stichst niemanden ab. So, Digga. Hopp ab. So, warum leuchten die? Trompeten, Pfifferling. Oh, lieber nicht. Lieber nicht. Ich muss hier noch jagen. Den Boot will sie abhauen, oder? Doch, kann ich. Na ja, wo wollt ihr denn hin? Bleib mir vom Leib! So. Mein Mann wird euch alle in die Hölle schicken. Wird sie erstmal verschnürt. Die Dame. Stellt sofort euer schändliches Treiben ein. Bringen sie ins Lager. Nicht, Hand an mich zu legen. Okay, kann man das vielleicht... Ja. So, was geht? Oh. Lady Ethelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Katlin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Ah. Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf.
Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. So, erledigt. Tipptopp. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schärfer geworden, tatsächlich. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Mein Freund Opa ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals. Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige ja, verkriecht sieht besser und aus. Sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Die Texturen zumindest. Durstig? Oh. Mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Ceolwulf, was ein Name, oder? Oder? So. Ceolwulf ist ein guter Mann. Ich verstehe, warum du ihn verachtest. Ich bin nicht hier, um über Ceolwulf zu sprechen. Es ist mir egal, was du von Ceolwulf hältst. Er wird König sein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Burgred ist König. Gewählt vom Vitenagemot und von Gott geweiht. Ich weiß, wie die Verliererseite aussieht und ihr steht auf dieser Seite. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofred ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Hauptgut durch. Oh Gott! Empfindlicher Magen, Ethel Switch. Raus, Iva! Sofort! Schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das ein Reich in den Sagas oder Sagen? Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden. Wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunes. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Ja doch, Texturen sind auf jeden Fall besser. Schlau von dir, die Köpfe mitzubringen. Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht, aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich.
Okay, da sind wir. Schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Okay, Attacke. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Kommt doch her, ihr Luschen. Hey. Alles mitnehmen, was hier rumliegt in der Nähe. Müssen was kaputt haben. Ja, sonderlich viel war es nicht. Okay. Ab in die Gruft. Kann man da rein? Nee. Okay. Dann müssen wir hier mal gucken. Hallo, darüber. Okay. Wenn ihr was wollt, kommt hinterher, dann töte ich euch. Kein Problem. Du musst irgendwo jemanden sein. Wo versteckst du dich, Burkhard? Den mal platt gemacht. Oh, guck mal. Komm. Gib her. Geil. Schöne fette Kiste. Kohlebarren, okay. Können wir irgendwas upgraden? Nope. Okay. Ah. Das war nur zum Bewegen, okay. Okay. Hier klingt was. Da müssen wir mal gucken. Buch des Wissens. Neue Fähigkeit. Guck an. Blick der Nornier. Jo, können wir mitnehmen. Komm, mach mal. Ne, wie war das? So, Fackel. Da geht's nicht durch, okay. Sah so aus im ersten Moment. Da geht's weiter. Und da auch.
Okay, ganz schön verwinkelt hier. Ne, rechts ist meistens der richtige Weg, also gehen wir erstmal links für Loot. Na, da ist auch wieder ein Versteck. Aber erstmal den Raum hier leer machen. Nichts, okay. Noch was. Hier ist ein Brief. Chronik von Burgrets großem Sieg über die Ragnarsson-Horde. Die Dänen stürmten die Tore von Tamworth und zermalten nicht nur ihre Bewohner, sondern auch ihren Kampfgeist. Doch würde der mörsische Kampfgeist wirklich sterben? Oh nein. König Burgred, mutig und weise, überlistet die Heiden und entkam ihren gierigen Klauen mitsamt der Beute, nach der es ihnen am meisten gelüstete, der königlichen Krone. So blieb er König von Mercia, während die Angreifer sich, ob ihres Versagens, die Hände vor den Kopf schlugen und so laut wehklagten und fluchten, dass selbst ihre Götter es hören konnten. Denn sie hatten den tapferen König unterschätzt, der nun auf der Lauer lag und auf den rechten Augenblick wartete, um seine Herrschaft zu festigen. Ein großer Sieg, der noch in Jahrhunderten besungen werden würde. Okay. Hier mal gucken. Ah, hier geht's wieder raus. Ah ja. Nichts zu holen. Können wir nochmal auffüllen? Okay. Dann gehen wir mal weiter rein. Ich bin sicher ganz nah dran. Das glaube ich auch. Nichts zu plündern. Boah. Plündern. Okay. Zeigt er hier denn an? Okay. Das ist nur ein Ausgang. Jawohl. Sonst noch was hier, bevor wir weitergehen? Sieht nicht so aus. Okay. Das geht nicht auf. Da ist er ja. Das ist ein Brotmesser, Burgred. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt. Ich werde kämpfen. Wenn du drauf bestehst. Du wirst mich töten müssen. Zu deinem Glück wird es aber nicht kommen. Ich bin hier der König. Ich! Ja, das ging ja einfach. Sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Hey, Piratenlord. Lord, grüß dich. Danke für den Tipp, kann die drei Teile endlich beenden. Ja, geil, ne? Syndicate. Oh, cool. Cool. Ist, glaube ich, das einzige Spiel, was ich nicht fertig gespielt habe aus der Reihe. Aber geil. Echt geil. Gut, müssen wir uns hier alles lesen hier.
Ja, aber gerne. Wenn ich helfen kann, immer wieder gerne. Ja, schade. Aber jo. Dafür hast du ja drei andere. 7,99. Hehe. Auch cool. So, hier ist alles leer. Dann komm mal mit, Digga. Ich trag dich auch. Und den vierten Teil. Vierte war das hier Indianer, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Oh Gott. Stereo-Schafe. Was ist das hier? Komm, Digga, da gehen wir mal hin. Das 60-Euro-Spiel, Katastrophe. Ja, da wo ich gerade drin war, ne? Ja, komm. Reiten wir zum Ziel. Was zu essen? Tja. Schafkopf ist in Schottland eine Delikatesse. Ja, nicht zu vergessen, Haggis. Herz, Leber, Niere, Lunge in den Schafsdarm und dann kochen. Bäh. Bäh. Schlachte sie, ja.